demostración de voluntades de tres países distintos, la cual no tiene precedente alguno aquí ni en ningún otro país. Kollegen und Kollegen aus verschiedenen Ländern, die hier bei Continental arbeitet. Diese riesige Demonstration, die hier heute stattfindet, hat es so noch nicht gegeben. Und das ist eine fantastische Sache. Chers collègues ici réunis, je suis fier d'être ici devant vous. Liebe Freunde, wir sind hier heute zusammengekommen, um dem Conti-Vorstand klarzumachen, dass er endlich das tun muss, wofür er auch fürstlich bezahlt wird. Nämlich Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das Unternehmen und gleichzeitig auch Verantwortung für die Menschen, die zum Erfolg der Continental beigetragen haben. Ivo Aboua, dem Manager. Andere Unternehmen, verantwortlich handeln. Arbeitsmarktpolitische Verantwortung zeigen, fällt dem Conti-Vorstand nicht mehr ein, als sich in die Spitzengruppe der Arbeitsplatzvernichter in Deutschland zu etablieren. Das ist eine absolute Bankrotterklärung. La Continental est l'unique. Diese Auseinandersetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird nicht ohne Folgen für die Kultur des Unternehmens sein. Wer verantwortungslos qualifizierte Arbeitsplätze vernichtet, darf nicht glauben, dass wir auch noch die Fahrkarte für den Export von qualifizierten Arbeitsplätzen an billige Standorte nach Osteuropa finanzieren. So nicht. Les 1120 travailleurs de Clairoy, venus à train spécial, tous rassemblés dans une même colère, dans la même rage de défendre jusqu'au bout nos droits à la vie et ceux de nos familles. Oui, nous avons répondu présent. Wir, die 1120 Kollegen aus Clairoy, sind mit dem Sonderzug gekommen. Vereint in derselben Wut, mit derselben Entschlossenheit, unser Recht und das Recht unserer Familie auf unser Leben bis zum Schluss zu verteidigen. Und wir sind heute Morgen bei euch in Hannover. Alors, bien sûr, nous sommes rassemblés ce matin pour manifester notre colère aux actionnaires de Continental, eux qui ont engrangé des milliards de bénéfices, près de 2 milliards encore en 2008, sur le dos de leurs 140 000 salariés et qui veulent encore fermer les usines. Ja, in der Tat. Wir sind heute Morgen versammelt, um den Aktionären von Continental zu zeigen, dass wir wütend sind. Diese Aktionäre, die auf dem Rücken ihrer 140.000 Mitarbeiter Milliarden gewinnen, überwinden uns zu allem bereit, um unsere Zukunft und die unserer Familie zu garantieren. Die Milliarden, mit denen die Familie Schäffler heute spielt, wurden von unserer eigenen Arbeit geschaffen. Ohne uns sind die Bosse und die Reichen nichts. Je voudrais remercier du fond du cœur tous les camarades qui se sont réunis aujourd'hui à Hanovre, tous ceux qui nous ont... Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo wir alle mit dem Rücken an der Wand stehen, geprägt von den negativen Schlagzeilen, jetzt fällt unserem Vorstand nichts Besseres ein, als sich auf unsere Kosten zu sanieren. Diese Entscheidung muss es doch alle wütend machen. Cette décision doit nous rendre tous fous de rage. Was wird aus all den Arbeitern und den Handwerkern? Que va toujours la recherche du profit. Faut bien que les gens qui sont réunis là derrière comprennent que ça va s'arrêter. Maintenant. Es geht nur darum, eventuell ein paar Cent mehr zu verdienen. Ganz
Movimiento Mundial de Trabajadores de la Continental, porque solo globalizando la lucha venceremos. Und wie schon gesagt worden ist, diese Mobilisierung darf hier nicht enden, sondern es ist nötig, dass sie weitergeht, dass eine gemeinsame Kampffront aller derjenigen, die hier versammelt sind und die, von denen sie vertreten werden, gebildet wird. Und es ist auch mittelfristig notwendig, dass wir dafür kämpfen, eine Weltgewerkschaft der Conti-Arbeiter zu gründen. Denn nur wenn wir global denken und global handeln, werden wir siegen. Comme déjà dit précédemment, ce rassemblement ici n'est pas une fin en soi. Cela ne doit être que le début. Ça doit être le début demain d'un syndicat mondial des travailleurs de Continental, d'un syndicat mondial des travailleurs qui saura changer la face des choses et changer la donne en notre faveur. Et alors tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble.